Ja, Interview mit Herrn Kerkhoff, Thomas Kerkhoff, Bürgermeisterkandidat der Bocholter CDU. Herr Kerkhoff, Wahlkampf während der Corona-Krise. Wie fühlt sich das an? Ja gut, die Corona-Krise verändert alles, nicht nur unser Leben, natürlich auch den Wahlkampf. Und es fühlt sich natürlich ganz anders an. Also wir haben nicht das übliche Feeling, was man sonst hat. Aufstellungsveranstaltungen, wie sie üblicherweise sind, große Veranstaltungen, Haustürwahlkampf. Wir müssen uns in allem irgendwie ein Stückchen umstellen. Der Wahlkampf wird auch deutlich digitaler geführt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das sind so die Ausweichmechanismen, die man hat. Also es fühlt sich anders an, das stimmt wohl. Sie müssen einen extremen Spagat machen zwischen den vielen Aufgaben des Bürgermeisters in Gescher. Ich meine, das ist ja eigentlich auch schon ein Fulltime-Job, und den unzähligen Anforderungen des Bürgermeisterkandidaten in Bocholt. Wie bekommt man das überhaupt hin? Ja, man muss schon gut planen und sich die Termine möglichst lange im Vorhinein eintragen. Auch versuchen, dass man die Dinge aneinander legt. Also wenn ich in Bocholt dann unterwegs bin, dass ich nicht nur einen Termin mache, sondern zwei, drei am Stück auch. Jetzt ist ja der Bürgermeisterjob auch hier in Gescher so, dass ich schon auch große Flexibilität habe. Das heißt, ich darf mir das frei einteilen. Und das erfordert einfach, dass wenn ich dann abends vielleicht von einem Gespräch in Bocholt nochmal wieder nach Gescher fahre, dass ich dann auch nochmal um 9 oder 10 an den Schreibtisch gehe oder halt morgens vor dem Termin das mache oder am Wochenende. Ist aber für mich keine neue Situation, weil das war hier, als ich 2015 hier kandidiert habe, auch so. Da war ich noch Anwalt in Hamm. Das war auch recht weit weg und da musste ich das ähnlich machen. Deswegen ist das für mich nicht besonders neu. Letzte Frage zum Thema Corona. Sie stehen im Moment ein bisschen in der Kritik. Man wirft Ihnen da mangelnde Bürgernähe vor. Ich zitiere mal Gescher-Block: Öffentlichkeit und Transparenz waren noch nie so dein Ding. Eine Stärke ist die Partei des Netzwerkes und die Entscheidung im kleinen Kreis. Was sagen Sie dazu? Ja, wenn man vom Gescher-Block kritisiert wird, macht man viel richtig, weil das ist letztlich, das muss man ja schon sagen, eine Seite, die vermeintlich journalistische Inhalte präsentieren will, das aber eigentlich meistens nicht tut. Und dass sich natürlich so ein Thema wie die Tatsache, dass wir Westfleisch-Mitarbeiter hier untergebracht haben, für Clickbaiting und auch aufmerksamkeitsträchtige Blaulichtreporte eignet, das kann ich verstehen. Letztlich geht es darum, ich habe die öffentlichen Interessen zu wahren, das habe ich auch in dem Fall getan. Das heißt, alle Maßnahmen, die abzuordnen waren, wurden umgehend angeordnet. Und ich habe aber auch die Leute, die dort wohnen, die Mitarbeiter, die ja am wenigsten für die Situation können, die auch zu schützen. Das heißt, ich gebe keine personenbezogenen Daten, Adressen oder Ähnliches raus. Ich hatte auch von einem Journalisten eines Fernsehsenders, eines Privatfernsehsenders, die Anfrage, geben Sie mir mal die Adresse raus, habe ich natürlich nicht gemacht. Die Leute haben Schutz verdient und die haben auch genauso das Recht, und das ist auch mit dem Kreis Borken so abgesprochen, dass sie auch mal abends das Haus verlassen dürfen. Das heißt, das war der Punkt hier. Quarantäne bedeutet nicht eingesperrt sein, Quarantäne bedeutet Kontaktverbot. Das haben wir eingehalten, kontrolliert, aber wir müssen das nicht jeden Tag auf dem Gescher-Blog kommentieren. Genug von Gescher, kommen wir zu Bocholt. Sie haben mal gesagt, Sie möchten einen Themenwahlkampf führen, sprich die Probleme ansprechen. Welche haben Sie denn da bisher ausgemacht und vor allen Dingen, ganz wichtig, wie wollen Sie die lösen? Also natürlich, Sie sagten gerade weg von Corona, das ist natürlich ein Thema, das ist jetzt dazugekommen und es wird ja in vielerlei Hinsicht jetzt auch noch auch den, nicht nur den Wahlkampf, sondern auch die Politik in Bocholt in den kommenden Jahren beschäftigen. Angefangen vielleicht beim städtischen Haushalt. Herr Elsweier hat ja im vergangenen Rat auch dazu schon mal erstens Stellung genommen, zu sagen, was bedeutet das eigentlich gerade für den laufenden Haushalt. Eigentlich war die wirtschaftliche Situation ja durchaus ganz gut. Jetzt Einnahmeeinbußen von bis zu 20 Millionen zu haben, ist natürlich erstmal drastisch. Damit wird man klarkommen müssen. Das heißt, wir müssen für die nächsten Jahre sicherlich überlegen, wie geht es mit den kommunalen Haushalten weiter, auf Basis eben auch der Wirtschaftskraft, die dann eben die Unternehmen in Bocholt haben und die auch von Corona betroffen sind. Wir müssen uns aber auch, wenn wir das Thema Innenstadtentwicklung nehmen, genau angucken, wie verändert sich denn die Innenstadt? Ist nicht der Effekt, den man seit Jahren hat, schleichendes Sterben auch eines stationären Handels oder auch die Schwierigkeiten, die die Gastronomie-Szene hat, wird das nicht gerade katalysiert durch so eine solche Krise? Da gibt es, glaube ich, viele Fragen. Daneben, das sind ja auch schöne Themen, manchmal hat man etwas wie den Gesundheitscampus, der, glaube ich, seit wenigen Wochen jetzt als Idee
geboren ist, das natürlich ein fantastisches Zukunftsprojekt auch für die Stadt Bocholt wäre. Und den muss man verknüpfen mit dem, was schon da ist. Ich habe das auch getan, Thema Nordring. Ich habe da eine klare Haltung und sage, die Straße brauchen wir für die Wohnbauentwicklung, die brauchen wir aber auch für die Anbindung des St. Agnes-Hospitals und eben auch, wenn so eine Rettungsakademie dann an den Standort dort ziehen würde, dann brauchen wir auch eine Entlastungsstraße. Das sind alles Themen, die sehe ich. Daneben gibt es sicherlich vielfältige Fragen, die man sich insgesamt noch stellen muss. Wie geht es mit der Wohnbauentwicklung im Gesamten weiter, sozialer Wohnraum? Wie geht es mit der Sicherheit als Thema weiter? Fühlt man sich in allen Räumen angstbehaftet oder ist das eigentlich gut? Wie ist die Sozialstruktur? Also mannigfaltige Themen, über die man stundenlang im Grunde auch sprechen könnte. Und wenn Sie fragen, wie will ich die verbessern? Also ich glaube einfach, dass man an vielen Stellen vielleicht nochmal auch einen Impuls von außen gebrauchen kann, dass man auch gebrauchen kann, dass jemand Erfahrung hat, einen Ort ja vielleicht in eine neue Richtung zu führen, dass er auch weiß, wie man Prozesse anstößt, dass er vielleicht auch weiß, wie organisiert man auch einen Strukturwandel in einem Rathaus einmal neu. Das sind Themen, die ich da sicherlich als erstes auch mit angehen würde und dafür fühle ich mich persönlich gut gewappnet. Was braucht denn das Rathaus für einen Strukturwandel? Ja, man braucht sicherlich nochmal die Frage, wer ist wofür genau zuständig, wie ist das Gesamtgepräge der Stadtverwaltung, wie wird auch die Stadtverwaltung in der Stadt wahrgenommen. Ich hatte das, wenn ich nochmal einen Vergleich zu Gescher ziehen darf, hier auch, dass eigentlich die Bürger den Eindruck vielfach hatten, die Stadtverwaltung ist gar nicht so sehr für uns da. Und ein Großteil der Aufgabe hier bestand darin, den Blick der Menschen auf ihre Stadt und auch ihre Verwaltung zu ändern und da klar nach außen zu tragen, wir sind für die Menschen da. Wir sind nicht da, damit wir uns den ganzen Tag gegenseitig beschäftigen, sondern wir sind dafür da, dass wir die Probleme lösen, dass wir sie angehen, dass wir auch die Themen und die Probleme der Menschen aufnehmen. Und das wäre so ein Thema, das hat viel mit Struktur zu tun und auch viel mit der Frage, wer macht eigentlich was? Wo wird gerade dann gearbeitet? Sie selber kritisieren ja bisweilen, es gibt keine kohärente Marketingstrategie, es gibt keine wirkliche Strategie, wie man sich nach außen darstellt und wie man auch vielleicht die ein oder andere Aufgabe angeht. Wenn man jetzt beispielsweise das Thema auch geförderter Wohnungsbau nimmt, wer macht das eigentlich? Und ich glaube, da gibt es schon auch was zu organisieren. Also in der Organisationswissenschaft sagt man immer Struktur vor Prozess. Also wer macht das eigentlich? Das ist ja schnell gelöst. Im Zweifel macht alles die IWIBO, oder? Das ist der bisherige Ansatz. Und da habe ich eine klare Haltung zu bezogen, zu sagen, das muss man sich in der Tat gut angucken. Vieles, was die IWIBO macht, macht sie sicherlich gut. Vielleicht ist sie in manchem aber auch nicht so gut aufgestellt. Sie haben ein Thema ausgelassen, Rathaussanierung. In Bocholt sehr umstritten, nicht nur bei den Bürgern, sondern auch in der Politik. Was kommt da noch auf uns zu? Da muss man natürlich erstmal sehen, wie ist jetzt die Faktenlage. Ich glaube, ganz nüchtern betrachtet, und die Entscheidung ist ja auch grundsätzlich gefallen, wir brauchen Raum, wo die Mitarbeiter gut sitzen können, der erreichbar ist, der die sagen wir mal, Notwendigkeiten eines Rathauses bietet. Das ist unstrittig. Man hat jetzt insofern schon die Entscheidung getroffen, erstmal aus dem bisherigen Rathaus auszuziehen und eine Sanierung anzustoßen. Ich glaube, der wesentlichste Schritt ist jetzt im Moment, dass man wirklich die Frage klärt, wie ist es mit dem Denkmalschutz, wie ist es mit dem Thema Barrierefreiheit? Sind die so, wie man sich das in der Planung, auch insbesondere der Stadtverwaltung vorstellt, dass man hier wirklich sagt, Barrierefreiheit müsste eigentlich den Vorzug vor einem Denkmalschutz bekommen. Das ist übrigens eine Auffassung, die ich auch teile, weil bei aller architektonischer Brillanz, die sicherlich auch der Bau haben mag, ich glaube, es muss ein funktionaler Bau werden. Und ich glaube, er muss den Ansprüchen genügen, die man heute an ein solches Gebäude hat. Und deswegen ist für mich das auch eigentlich keine wirklich, also wenn ich es frei bewerten darf, keine relevante Frage, sondern muss man sagen, die Barrierefreiheit muss hier den Denkmalschutz überwiegen. Es wird aber, wenn das LWL-Denkmalamt hier nicht einlenkt, sicherlich dazu kommen, dass das dann von der Ministerin entschieden wird. Und das ist eben ein notwendiges Faktum, um zu sehen, wie kann es weitergehen. Und dann kann man das, glaube ich, auch erst abschließend beurteilen. Aber dann würde der Denkmalschutz ja aufgehoben und es könnte auch genauso gut abgerissen werden. Das ist eine denkbare Alternative und die würde ich auch nicht ausschließen. Ich kenne aber auch nicht genug die Fakten, um zu sagen, was bedeutet das denn dann? Also
einfach abreißen und dann neu bauen heißt nicht immer, dass es günstiger und besser wird. Das wäre sicherlich dann im Rahmen einer Wirtschaftlichkeits- und auch Machbarkeitsstudie zu untersuchen, ob das dann wirklich der bessere Weg ist. Aber es ist ein notwendiger Schritt, dass eben kein Denkmalschutz besteht. Und wie soll das alles bezahlt werden, wenn man jetzt vor dem Hintergrund das sieht, dass auch noch die Corona-Krise kommt, geschätzt 21 Millionen, man wird wahrscheinlich auf Dauer mit mehr rechnen müssen. Kann man sich das da überhaupt noch leisten? Ja, man muss, glaube ich, dahingehend anfangen, dass man in der Tat auch mal fragt, was sind jetzt wirklich dauerhafte Investitionen, auch die, die man wirklich tätigen muss. Da gibt es für Kommunen Investitionen, die sind einfach, glaube ich, auch grundsätzlich nicht in Frage zu stellen. Dazu gehören Schulen, dazu gehören Straßen, dazu gehört aber auch sicherlich, dass man ein Rathaus hat. Und deswegen habe ich auch gerade in meiner Einleitung gesagt, dass die Entscheidung, dass man jetzt erstmal ausgezogen ist, ja auch schon getroffen wurde. Das heißt, es gibt kein Szenario, in dem man kein Geld für ein Rathaus ausgeben muss. Ob das so viel sein muss, wie jetzt da im Raum steht, das mag auch dahingestellt sein. Nur dann müssen natürlich auch Bürger Fragen diskutieren, wie muss ein Rathaus völlig zentral mitten in der Innenstadt stehen oder kann es nicht auch in Teilen an der Peripherie sein, wo es vielleicht auch teilweise günstiger zu bauen wäre. Aber das sind wirklich Folgefragen, die sich erst abschließend stellen, wenn man weiß, wie geht es da mit dem Denkmalschutz weiter und auch insbesondere TGA-Planer, also technische Gebäudeausrüstung, war ja jetzt in den vergangenen Wochen auch hoch umstritten. Das wird man auch, glaube ich, vorab noch lösen müssen. Als Bürgermeister ist man seit der Abschaffung des Stadtdirektors so eine Art Zwitter, halb Verwaltungschef, halb Volksvertreter. Zu welcher Seite fühlen Sie sich mehr hingezogen? Also ich habe schon klar meinen Fokus dahingehend, dass ich sage, ich bin fachlicher Kandidat. Das heißt, ich verstehe mein Handwerk, glaube ich zumindest, dass ich das sagen darf. Und glaube auch, dass es notwendig ist, dass man in einer Mittelstadt dieser Größe, dass man einfach auch bestimmte Prozesse selber durchdenken kann, dass man Fragen auch mal selber beurteilen kann. Das habe ich immer gesagt, das sehe ich auch weiterhin so. Nur die Ableitung, die von vielen gemacht wird, dass wenn man vielleicht fachlich auch beschlagen ist, dass man gleichzeitig auf keinen Fall den ehrenamtlichen Teil tun könnte, den Schuh ziehe ich mir gar nicht erst an. Ich bin 20 Jahre ehrenamtlicher Kommunalpolitiker. Ich kenne das auch von der Pike auf. Das heißt, welche Veranstaltung auch immer Sie nehmen, ob es das Schützenfest ist, den Karneval oder auch das einfache Bürgergespräch, da fühle ich mich auch zu Hause. Und ich glaube nicht, dass nur, weil man sagt, man hat eine fachliche Ausbildung, dass man ein Minus hat auf der Seite, dass man nicht auch mal gerne ein Bier trinkt, dass man nicht auch das lockere Gespräch sucht und dass man nicht auch einfach Repräsentant sein kann. Ich glaube, der anders gelagerte Fall, der ist schwieriger. Ja, da streiten sich die Experten, die sagen, der Bürgermeister sollte aus der Mitte der Bürger kommen, sollte die Leute kennen. Das gibt es natürlich auch die andere Auffassung. Aber bis Mitte der 90er war das so. Das ist der Bürgermeister alter Prägung und vielleicht ist der in Bocholt immer noch gut in Erinnerung, weil man das vielleicht auch ein bisschen so gewohnt ist. Ich glaube, dass andere Städte, die das anders machen, da erfolgreicher sind. Okay. Kann man so sehen, kann man so sehen. Aber jetzt ist es natürlich auch kein Geheimnis, oder wenn man sich die Vergangenheit mal betrachtet, dass der erklärte CDU-Mann Ludger Tripphaus unter, neben oder sogar über dem Bürgermeister gemeinsam in vernetzter Eintracht mit der Union lange Zeit die Fäden in Bocholt gezogen hat. Wollen Sie, der ja als stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU ebenfalls der Partei nahesteht, genau das genauso machen? Oder anders gefragt, was ist Ihr Verständnis von parteipolitischer Führung? Also ich sage ganz klar, das habe ich hier in Gescher schon gesagt, das würde ich auch für Bocholt zu erklären, ich will nicht CDU-Bürgermeister werden. Ich bin Mitglied einer Partei, das auch schon rund 20 Jahre und bekenne mich da auch klar, sehe das auch nicht als Minus. Ich gehe klar mit Standpunkten und auch klar mit meinem Wertefundament und meiner parteipolitischen Überzeugung in einen politischen Wahlkampf und auch in ein Rennen. Ich bin aber eben auch genug Beamter und auch loyaler Walter eines Amtes, dass ich sagen kann und das auch bisher hier immer so gemacht habe, dass man eben für die Bürger da ist, dass man nicht in Ansehung einer politischen Meinung seine Amtsmeinung prägen darf. Man ist auch nicht Bürgermeister einer Partei oder einer Fraktion, sondern man ist Bürgermeister der Bürger. Man ist auch Vorsitzender des Rates und man muss mit allen Fraktionen, und ich sage das insbesondere für den Teil, der dem demokratischen Spektrum dann auch angehört, da muss man auch verlässlicher Partner sein und das kann ich zusichern. Aber Sie arbeiten ja jetzt schon mit der Bocholter Fraktion eben zusammen. Sie haben einen wichtigen Antrag mitentwickelt. Da geht es ja um den Förderfonds für Bocholter Unternehmen. Das heißt, da gibt es ja schon eine enge Verzahnung. Das könnte natürlich schon wieder zu irgendwelchen
Begehrlichkeiten führen oder zu, das ist ja, Bocholt ist ja gut vernetzt und wenn man da schon schnell und früh drin ist, dann kann es einen Vorteil haben, aber es kann auch eben sehr nachteilig sein. Also ich glaube, dass es völlig üblich ist und ein natürlicher Vorgang, dass ein CDU-Bürgermeisterkandidat mit der CDU-Fraktion zusammenarbeitet. Darf insofern auch vielleicht schon mal darauf hinweisen, auch die FDP-Fraktion hat ja den Antrag, von dem Sie sprechen, mitgezeichnet, mit unterstützt. Und auch die FDP als Partei hat mich ja auch zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Das heißt, da habe ich schon mal eine doppelte Unterstützung, beziehungsweise auch schon zwei Fraktionen. Ich kann auch für mich sagen, ich habe auch mit den Grünen im Vorfeld, bevor man eben Frau Ludwig zur Kandidatin gemacht hat, Gespräche geführt. Ich war auch bei der Stadtpartei. Die SPD hatte schon genug Kandidaten zu dem Zeitpunkt, da habe ich mich in der Tat nicht nochmal vorgestellt. Aber um das mal abschließend zu sagen, ich glaube, die Frage, würden Sie Herrn Schmeink oder Herrn Bühning, die sind ja halt heute schon Teil einer Fraktion, die müssten Sie denen auch stellen, nämlich im Grunde zu sagen, sind Sie nicht als jemand, der schon in einer Fraktion mal gearbeitet hat, eigentlich davor gefärbt, können Sie mit den anderen überhaupt zusammenarbeiten? Ich kann zumindest neutral von außen kommen. Okay. Ja, das Landesverfassungsgericht hat die Stichwahl wieder eingeführt. Hätte sie es nicht getan, hätten sie mit einer einfachen Mehrheit am 13. September, oder könnten sie, muss man ja sagen, mit einer einfachen Mehrheit gewinnen. Jetzt benötigen alle Kandidaten für einen Sieg im ersten Durchgang die absolute Mehrheit. Ärgert sie das? Ja, das ist eine Entscheidung des Landesverfassungsgerichtshofes und in demokratischen Gefilden ist das eben üblich, dass man eine Gewaltenteilung hat und dass, wenn der Gesetzgeber ein Gesetz macht, von dem er überzeugt ist und dessen Richtigkeit er sieht, dass man dem auch letztlich anhängen kann. Wenn das aber jemand zur Überprüfung an ein Gericht bringt und das Gericht sagt, das ist so nicht, rechtlich nicht zulässig, dann hat man das Demokrat zu akzeptieren. Von daher ärgert mich das nicht. Aber Sie müssen dann 14 Tage später nochmal dran. Hatten Sie doch eigentlich schon was anderes vor, oder? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, ob es eine Stichwahl gibt oder ob nicht. Ich sage Ihnen auf jeden Fall zu, ich habe die Puste, auch das zu tun und ich habe den festen Willen, Bürgermeister in Bocholt zu werden. Und wenn das in einem Wahlgang klappt, würde mich das freuen. Wenn das zwei braucht, mache ich auch das. Ein Schlusswort. Vielen Dank, Gerhard. Ich danke.